fahren wegen Schule schwänzen. Ja, sag einmal, gibt's denn keine Mörder mehr? Keine Verkehrssünder? Oder wenigstens Huren? Verfahren wegen Schule schwänzen? Die nehmen ja wirklich alles. Ich schwöre Ihnen, wenn das so weitergeht, dann schließen die nach den Kohlegruben bald auch noch die Gerichte. Und dann mache ich mir ernsthaft Sorgen um meinen Job. Wissen Sie was? Das riecht nach Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das riecht nach Kadi-Kurzarbeit. Das riecht nach... Wo bleibt denn eigentlich der Döpper? Haben Sie den auch schon wegrationalisiert? Oder hat er sich vielleicht auf die Insel abgesetzt? Urlaubszeit für viele, die schönste Zeit des Jahres. Ausspannen, am Strand liegen, die Sonne und das Meer genießen. Da möchte man am liebsten oft gleich noch ein paar Tage dranhängen. Wenn der Chef einverstanden ist und das Urlaubskonto noch Reserven hat, warum nicht? Doch was ist mit schulpflichtigen Kindern? Dürfen die Eltern die Schulferien für ihre Kinder eigenmächtig verlängern? Oder gibt es dann einen Riesenärger mit der Schule? Familie Krüger hat es probiert und erlebt eine große Überraschung. Na, was ist mit dem Brot? Kein Hunger. Ob du musst was essen? Es wird allmählich Zeit. Du musst noch was unterschreiben. Natürlich wieder auf den letzten Drücker. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Was ist es denn? Deutschschulaufgabe. Heiliger Strohsack. Es ist doch immer wieder das Gleiche. Wenn du endlich mal ein richtiges Buch lesen würdest, statt ständig vor der Glotze zu hocken. Ach bitte, Gregor, nicht schon wieder beim Frühstück. Naja. Hier, zisch ab. Tschüss. Tschüss. Also der Junge gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Und das in der Familie eines Akademikers. Was machen bloß andere Kinder, bei denen die Voraussetzungen nicht so günstig sind? Aber davon rede ich doch gar nicht. Ich finde, er sieht in letzter Zeit so blass aus. Ob das nicht vielleicht doch von der Allergie kommt? Tja. Und Philipp muss in jedem Fall mal hier raus. Und wir eigentlich auch. Wann sind die Herbstferien? In 3 Wochen. Das ist verdammt knapp. Ob ich das noch hinkriege, weiß ich nicht. Und wo sollen wir hinfahren? Also, Mallorca hat dem Jungen damals sehr gut getan. Ja. Wir könnten einfach mal im Reisebüro vorbeigehen und fragen, ob noch was frei ist. Meinetwegen. Aber dann müssen wir heute gleich vorbeigehen. Mhm. Ja? Also gut. 12 Uhr im Reisebüro. Mhm. Okay? Ja. Das ist kurzfristig, aber es wird schon klar. Danke. Ach, Tag. Du, was kann ich für Sie tun? Tja, wir haben mal wieder an Mallorca gedacht. Ah, hat es Ihnen beim letzten Mal so gut gefallen, ja? Ja, ja, sehr. Und wann soll es losgehen? In den Herbstferien. Also am Freitag in 3 Wochen. Hm. Zu früh sind Sie da aber nicht dran. Ja. Mhm. Der Hinflug geht in Ordnung. Da kriegen wir noch was. Rückflug. Wann möchten Sie denn zurück? Am letzten Ferientag. Ja, die Schule fängt am Montag, den 21. Oktober, wieder an. Also am Samstag oder Sonntag davor. Das ist absolut hoffnungslos. Samstag und Sonntag ist alles ausgebucht. Sogar alle Billigflieger. Na, die hätten wir sowieso nicht genommen. Will ja seinen Urlaub überleben. Oh, Gregor. Was machen wir denn jetzt? Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir buchen Sie fest für Montag, da gibt es überhaupt keine Probleme. Und ich setze Sie für Samstag auf die Warteliste. Und vielleicht haben wir ja Glück. Ja, irgendwie wird es schon klappen. Freust du dich jetzt? Sicher. Und das Wetter ist ja ein absoluter Traum. Hey, kennt ihr den? Opa liegt auf dem Sterbebett, sagt die Oma zum Enkelkind. Der Opa geht jetzt dahin, wo wir alle mal hin müssen, fragt das Enkelkind. Nach Mallorca? Von wem er das wohl hat, hä? Na, von wem wohl? Den hab ich aus der Schule. Das ist doch gut, oder? Der Junge macht mich noch krank. Kathedrale La Seo.
ist Mallorcas Wahrzeichen schlechthin. Kein anderes Bauwerk dürfte für die Identität der Mallorquiner so wichtig sein wie... Immer dieser Bildungsscheiß. Solche Kirchen gibt's doch bei uns auch. Können wir jetzt endlich losziehen? Wo? Köln. Speyer. Speyer ist romanisch. Hast in der Schule wieder nicht aufgepasst. Wenigstens hat der Junge ein bisschen Farbe bekommen. Ne, ich auch. Und zwar einen knallroten Kopf, wenn der so weitermacht. Und das ist kein gutes Zeichen. Wir können ja ein paar Ansichtskarten von der Stadt kaufen. Die ist viel zu schön zum Wegschicken. Die kriegt die Oma Krüger. Und das Luftbild bekommt der Onkel Emil. Am besten, wir lassen sie hinten leer, dann kann er sie selber wegschicken und so tun, als wäre er hier gewesen. Der ist doch so doof und klebt eine deutsche Briefmarke drauf. Oh, wartet mal. Kommt ein bisschen weiter vor, bitte. So, danke. Schön. Mein Gott, ist das hier schön. Wie spät ist es? Wir könnten doch da drüben Mittag essen. Aha. Was soll denn das? Ich habe noch gar keinen Hunger. Philipp, hör auf zu motzen. Das ist unser Urlaub und den wollen wir uns nicht verderben lassen, klar? Kommt hier bitte. Ein herrliches Fleckchen Erde. Ja. Stimmt auffällig. Wir haben wirklich nur ein Fleckchen gesehen. So ein Urlaub sollte nie vorbeigehen. Jedenfalls nicht in 4 Tagen. Ach du lieber Gott, aber nur wenn... Gregor, du musst dich unbedingt um den Rückflug kümmern. Philipp muss erst mit dir in die Schule. Ja, so wie wir im Hotel sind. Geh mal drauf, Felix. Philipp? Sie? Komm ich mit Ketchup. Ja, und du? Cheers. Nichts. Ich, auch nichts. Ah, Herr Krüger. Hallo, Frau Sander. Alles in Ordnung? Ja, danke, soweit ganz gut. Wir haben ein kleines Problem. Es geht um den Rückflug. Wir sind da auf einer Warteliste am Samstag oder am Sonntag. Ja, ich weiß Bescheid. Das Reisebüro hat uns informiert. Aber wir bemühen uns. Morgen bekommen wir die Buchungslisten. Und sobald wir wissen, ist was frei, sagen wir Ihnen Bescheid. Ja, das ist lieb von Ihnen. Na, hat's geklappt? Mhm. Hab ich schon. Philipp! Philipp! Du kannst doch nicht in der nassen Badehose rumsitzen. Du weißt doch, wie schnell du dich erkältest. Zieh bitte sofort die andere an. Die liegt oben in meiner Tasche. Bitte. Es tut nur, dass du nicht wieder krank wirst. Philipp! Gregor, sag du ihm doch auch mal was. Was? Jetzt ist meine Badehose viel nasser. Sie, Sie? Sie, sehr gut. Sie? Die Nummer ist Sache. Klasse. Ah. Auf dem Flieger ist ein Platz frei geworden am Samstag. Aber die anderen beiden müssen am Montag fliegen. Na, kommst du doch noch rechtzeitig zur Schule. Na, was sagst du dazu? Shit. Philipp. Ich geh schon mal die Badehose anpacken. Philipp müsste jetzt im Hotel sein. Hoffentlich findet er das Zimmer. Jetzt schon? Ja, hör mal, das ist 11:05 und um 11 geht's in der Disco erst richtig los. Eben. Und deshalb habe ich ihm gesagt, um 11 ist Schluss. Don't want to leave. Wenn ich mir vorstelle, dass der Junge das ganze Wochenende alleine in der Wohnung ist. Ich finde, das können wir nicht machen. Der Junge ist 14 Jahre alt. Gracias. Ja, eben. Weißt du, was die in diesem Alter für Partys veranstalten, wenn die Eltern weg sind? Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ja. Auf so einer Party habe ich dich kennengelernt. Da war ich aber schon fast 18. Umso schlimmer. Weißt du, wie es die 18-Jährigen heutzutage treiben? Ich als dein Vater hätte dir das nie erlaubt. Merkwürdig. Du lässt den Jungen in die Disco gehen. Na ja, da ist ja auch nicht direkt daneben das leere Elternschlafzimmer. Wirklich, ich finde, man kann ein Kind in diesem Alter nicht ein ganzes Wochenende alleine in der Wohnung lassen. Moment, irgendwas stimmt da nicht ganz.
Auf der einen Seite ist der Junge zu alt, um alleine in der Wohnung zu sein, weil du das Schlimmste befürchtest. Und auf der anderen Seite ist er zu klein? Das stimmt ja auch beides. Ach, das verstehst du einfach nicht. Jedenfalls, es geht nicht. Und was ist mit dem Flieger? Die Leute haben sich große Mühe gegeben, damit wir den Platz kriegen. Dann nimmst du ihn. Und wir kommen Montag nach. Deine Mutter und ich haben gestern beschlossen, dass ich den frei gewordenen Flug nehme und ihr beiden erst am Montag nachfliegt. Wow, super! Einen Tag später in die blöde Penne. Wann habt ihr das beschlossen? In der Nacht, als du längst im Bett gelegen bist. Du musst ja halt in der Schule sagen lassen, was ihr durchgenommen habt. Am ersten Tag ist doch eh nichts los. Wir könnten ihm natürlich auch eine Entschuldigung schreiben. Wegen Krankheit. Schließlich ist er Allergiker. Oder wir besorgen einfach einen Attest von einem hiesigen Arzt. Auf gar keinen Fall. Diese Lügereien kommen nur von diesem Anspruchsdenken. Heute nimmt jeder seine Krankheit wie Urlaub. Deshalb ist der Standort Deutschland auch so kaputt gegangen. Aber da kann ich nur sagen, mit mir nicht. Jeder vernünftige Mensch, dem man diese Situation hier erklärt, wird dafür Verständnis haben. Dankeschön. So ist es. Genießt die Zeit noch. Hm? Und dir viel Spaß beim Geldverdienen. Das ist gar nicht komisch. Du wirst dich noch oft an deine Schulzeit erinnern, mein Freund. Das halte ich für gut. Du holst die Butter. Wenn ich schaffe. Tschüss. Tschüss. 4:06 nach München. Ausgang um 5:06 Uhr, bitte. Guten Morgen. Na, wen sehe ich denn da? Der Philipp Krüger ist auch schon eingetroffen. Ne? Du war einen Tag krank gewesen? Warum machst du es nicht wie dein Nachbar? Der Klaus kommt bestimmt erst so gegen Mitte der Woche. Naja, ich sag's immer. Nach den Ferien sollte die Schule erst am Donnerstag anfangen. Da käme der Klaus erst am nächsten Montag. Ja, da hast du wieder einmal sehr recht. Und was war's denn diesmal? Scharlach, Mumps oder bloß unerklärliche Schwindelanfälle? Ich war gar nicht krank. Wir waren auf Mallorca. Wie bitte? Ja, wir haben am Wochenende keinen Rückflug mehr gekriegt. Das sind wir erst am Montag geflogen. Mein Vater sagt, dafür muss jeder Verständnis haben. Sagt dein Vater? Das ist doch wohl die Höhe. Schon mal was von Schulpflicht gehört? So geht's nun wirklich nicht. Wieso? Ich war doch nur ehrlich. Tja, ja. Wenn du ehrlich wärst, dann würdest du zugeben, dass ihr einfach ein paar Tage länger bleiben wolltet bei dem schönen Wetter. Es tut mir sehr leid, aber das wird Folgen haben. Damit ihr es bloß wisst, der Klemmermann war heute stinksauer. Wer? Na, Herr Dr. Klemm, unser Klassenlehrer. Wieso, was hat er gesagt? Er hat gesagt, es wird Folgen haben, dass ich erst heute in die Schule gekommen bin. Und es tut ihm leid. Setz dich gerade hin. Das ist doch lachhaft. Als ob die in der Schule nichts Besseres zu tun hätten. Die soll sich lieber um die Messerstecher kümmern. In unserer Schule gibt's aber keine Messerstecher. Das ist doch völlig egal. Die soll sich nicht so haben. Wenn da mal nicht noch was nachkommt. Was soll schon groß sein? Die stecken mich in den Knast. Was sonst? Und dann bin ich Mutterseelen allein in der Wohnung. Dann wärst du sehr traurig darüber, wa? Frau Krüger sollte Recht behalten. Da kam tatsächlich einige Tage später noch was nach. Zunächst flatterte den Krügers ein Anhörungsbogen ins Haus und dann ein Bußgeldbescheid der Schulaufsichtsbehörde. Wegen Verletzung der Schulpflicht wurden Herr und Frau Krüger dazu verdonnert, jeweils 150 Mark Geldbuße zu bezahlen. Ja, einen Tag hat der Philipp da in der Schule gefehlt, dann gleich 300 Mark Geldbuße für die Eltern. Was sagen Sie dazu? Ist das okay? Ich finde es überzogen. Ich habe also größtes Verständnis, weil ich selber einen Sohn habe, der in der Schule ist. Wir sind selber vor dem gleichen Problem gestanden. Ich war nicht so ehrlich wie der Herr Krüger. Ja. Wir haben es ja auf die feinere Art gemacht, weil wir einfach krank gemeldet haben. Ja. Aber so wird man halt gezwungen, einfach dann unehrlich zu sein, um nicht Gefahr laufen zu müssen, dass man einen Strafbescheid bekommt. Aha, ja. Aber was meinst du dazu? Ist das okay, dass die hier Geld bezahlen sollen?
Nö, das finde ich auch nicht okay, weil... Am ersten Tag nach den Ferien hat der Philipp gesagt, wird sowieso nichts gemacht in der Schule, gibt es einen Stundenplan, also da versäumt man nichts. Ja, eben, ist das da auch hat er schon recht. Ja. Aha, und, deine Meinung? Ja, ich finde es auch nicht in Ordnung. Was findest du nicht in Ordnung? Dass die Bußgeld bezahlen müssen. Ja, aber wenn das nun alle Schüler machen, was passiert denn dann? Naja, das machen ja nicht alle Schüler. Und bei dem einen und einen Tag war der bloß weg, macht es ja. Naja, aber wenn sich das dann rumspricht, dann stehen auf einmal die Lehrer allein in der Klasse. Ja, also ich finde, es muss Ordnung sein, aber ich würde halt vorschlagen, dass die drei Gleitzeittage, die die Schüler haben, auf Lehrer dann oder auf Schüler, dass sie sich die Tage so nehmen können. Also dass man nicht generell diese Gleitzeittage die Schule festsetzt, sondern dass man die einem Schüler also lässt oder einem Lehrer. Ja, aha. Ihre Meinung? Sicherlich ist es richtig, dass die Eltern in dem Fall bestraft werden, nicht der Schüler, der kann nichts dafür. Aber die Schule müsste prüfen, ob wirklich ein Notfall vorliegt. Hier war es eine Art Notfall. Und hier ja, Notfall, die haben das in Kauf genommen da ein bisschen. In Kauf genommen, sicherlich, ja. Aber sie können den ja nicht alleine zurückschicken. Warteliste. Ja, ja, also das ist überzogen. Finden Sie? Denn wenn er eine einzige Lüge gebraucht und sagt, er war krank, dann passiert ihm gar nichts. Und hier wird die Ehrlichkeit bestraft. Aha, ist der Ehrliche der Dumme? Gehe ich doch mal hier drüben hin zu der jungen Dame. Ja, ich denke schon, weil wenn sich die Eltern den Jungen entschuldigt hätten, dass er krank gewesen wäre, dann hätte auch niemand was sagen können. Und naja, da werden wir nachher mit dem Experten noch klären, ja, ob da vielleicht die Schule nicht doch noch was machen kann. Ja, deine Meinung? Ich finde es nicht richtig, dass sie bezahlen müssen. Nee? Nee, weil sie ja... Auch schon mal gelogen in der Schule, wegen der Verlängerung der... Ja, sicher, Ferien? Ja. Aber ich denke, ja, dazu wird man gezwungen, dass man das macht. Aha. Dann begrüße ich hier bei uns Frau Lütz und Herrn Battermann aus Großburg-Wede bei Hannover. Ich darf mich mal zu Ihnen setzen. Frau Lütz, Sie haben einen ähnlichen Fall erlebt, wie wir ihn gerade im Film gesehen haben. Was ist da passiert? Ja, wir haben also einen ähnlichen Fall erlebt. Nur waren wir ehrlich und haben die Kinder vorweg entschuldigt. Und bei der Realschule gab das also keine Probleme. Bei der Kleinen, bei der Orientierungsstufe, ist das also nicht genehmigt worden. Sie wollten also auch die Ferien verlängern? Um wie viele Tage? Einen Tag. Mhm. Das ist also nicht genehmigt worden. Diesen Bescheid haben wir einen Tag, bevor die Ferien anfingen, bekommen. Und wir haben uns dann also entschieden, wir fahren trotzdem. Und dann kamen Sie aus dem Urlaub zurück und dann gab es großen Ärger. Es gab einen Bußgeldbescheid. Aha, ja. Herr Battermann, Sie sind der Rektor der Orientierungsstufe. Sie haben den Antrag nicht genehmigt. Warum? Es lag kein Antrag vor, sondern eine Mitteilung, dass Familie Lütz einen Tag nach den Osterferien aus dem Urlaub zurückkommen würde. Ich habe wie in allen Fällen dann telefonisch nachgefragt, um den Grund zu erfahren, warum es nicht möglich sei, noch in den Ferien zurückzukommen. Dieses Gespräch ist sehr unerfreulich verlaufen, weil Herr Lütz meinte, das ginge mich überhaupt nichts an. Wir lebten in einem freien Land und deshalb bräuchte er keine Auskunft zu geben. Mhm. Auch die schriftliche Nachfrage, es zu begründen, wurde nicht beantwortet. Deshalb habe ich den Antrag ablehnen müssen, also diese Mitteilung. Und musste dann, als das Kind tatsächlich fehlte, auch die Anzeige beim Landkreis stellen, wie das Schulgesetz es vorsieht, was dann auch geschehen ist. Und der Landkreis hat dann Bußgeldbescheid gegen Familie Lütz erlassen. Wie hoch ist der gewesen? 30 Mark und dann kamen dann noch die Kosten hinzu, das waren 70 Mark. Ja, also erheblich weniger als in unserem Fall. Da sind die Preise in Norddeutschland noch etwas besser. Und was haben Sie dann gemacht? Sie haben gegen diesen Bußgeldbescheid auch Einspruch eingelegt. Wir haben gegen den Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt, klar. Ja, und dann kam es zur mündlichen Verhandlung vom Amtsgericht Hannover. Richtig. Ja, wie die Sache ausgegangen ist, das wollen wir im Moment noch nicht verraten. Das werden wir dann hinterher machen. Danke zunächst, Frau Lütz. Danke, Herr Battermann. Kehren wir mal wieder zu unserem Fall zurück. Auch Familie Krüger will den Bußgeldbescheid nicht hinnehmen und hat dagegen innerhalb einer Woche Einspruch eingelegt. Kurze Zeit später kommt es daraufhin zur mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht München. Hören wir mal, mit welchen juristischen Argumenten da gestritten wird. Wir gehen gleich mitten rein. Vorab weise ich darauf hin, dass sich das Verfahren gegen Herrn und Frau Krüger richtet. Frau Krüger ist aber auf ihren Antrag hin von ihrer Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen entbunden worden, sodass nur Herr Krüger mit seinem Verteidiger erschienen ist. Herr Krüger, schildern Sie doch bitte mal aus Ihrer Sicht, was passiert ist.
Herr Vorsitzender, darf ich als Erstes sagen, dass ich es für weitaus überzogen halte, hier zu sitzen wegen einer solchen Lappalie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht wichtigere Dinge gibt für Sie und für alle Beteiligten. Herr Krüger, wenn Sie keinen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt hätten, würden wir nicht hier sitzen. Aber das ist wirklich unser gutes Recht, den Einspruch einzulegen. Ja, ich weiß. Sie auch nicht bemängeln, dass wir hier sitzen, Herr Verteidiger. Ich bemängle hier überhaupt zur Sache. Nichts. Herr Krüger, wenn Sie bitte das jetzt schildern. Also gut, meine Frau und ich haben beschlossen, dass wir in den Herbstferien mit unserem Sohn nach Mallorca fliegen wollen, weil wir da schon mal waren und das eine schöne Insel ist und für meinen Sohn, der Allergiker ist, auch eine Umgebung, die in dieser Jahreszeit für ihn sehr günstig ist. Gut, wir haben uns entschlossen, dahin zu fahren, sind ins Reisebüro gegangen. Da wurde uns gesagt, dass der Rückflug, weil alles ziemlich ausgebucht war, leider erst am Montag, nämlich dem ersten Schultag, möglich ist. Aber wir sind auf die Warteliste sowohl am Samstag wie auch am Sonntag gesetzt worden, mit der Voraussicht, dass wir eben früher zurückfliegen können, sodass mein Sohn pünktlich zum Schulbeginn wieder in München ist. Und warum ist der Sohn dann trotzdem einen Tag zu spät gekommen? Ja, weil es nur leider einen Platz gab auf der Warteliste und den habe ich dann genommen, weil mein Sohn uns oder meiner Frau und mir, unser Sohn eben nicht alt genug war, um alleine so einen weiten Flug nach Hause machen zu. Wie alt ist denn Ihr Sohn? 14 Jahre alt. Herr Krüger, wann haben Sie denn die Reise eigentlich gebucht? Und gab es denn irgendwelche konkreten Anhaltspunkte dafür, dass Sie annehmen konnten, rechtzeitig zum Schulbeginn wieder zurück sein zu können? Ja, aber das habe ich Ihnen doch gerade gesagt, Frau Staatsanwalt. Ja, das haben Sie mir nicht gesagt. Die haben nicht zugehört wahrscheinlich. Ich habe gerade gesagt. Ich höre schon zu, aber wenn Sie meine Frage beantworten würden, wäre das jetzt. Ja, dann ist es doppelt gemoppelt. Aber bitte, ich wiederhole es Ihnen, wenn Sie es nochmal hören müssen, bitte. Also 3 Wochen vor Ferienbeginn haben wir gebucht und sind auf die Warteliste gesetzt worden und das war für mich Grund genug anzunehmen, dass wir rechtzeitig zum Schulbeginn wieder in München sein werden. Also 3 Wochen vor den Ferien, Herr Krüger. Sie haben doch, das muss man hier doch wirklich mal festhalten, ganz bewusst in Kauf genommen, das Risiko, dass Ihr Sohn eben nicht rechtzeitig zum Schulbeginn zurück sein würde. Und Sie haben doch auch gewusst, dass Sie damit Ihrer Pflicht dafür zu sorgen, dass Ihr Sohn pünktlich zurück sein würde, eben verletzen würden. Ich habe gerade eben gesagt, wir haben kurzfristig und in dieser Branche, in der Sie sich wahrscheinlich nicht auskennen, ist 3 Wochen vor auch einem Ferienantritt Urlaub, sehr kurzfristig. Na gut, dann sind Sie erstaunlich gut dran, wenn Sie früher Ihre, wenn Sie Herr Tickets Krüger, bekommen. Um das mal abzukürzen, das Formblatt der Schule haben Sie aber doch wohl erhalten, in denen Ihre Pflichten niedergelegt sind und insbesondere auch die Möglichkeiten, irgendwelche Beurlaubungen zu beantragen. Frau Staatsanwältin, hier darf ich jetzt mal eingreifen. Ich bin Vater 3er Kinder und habe unzählige Formblätter von der Schule bekommen. Aber ein Hinweis, dass man sich hier möglicherweise vor Gericht wird verantworten müssen, dieser Hinweis war in keinem dieser Formblätter enthalten. Herr Krüger, ist Ihr Sohn eigentlich dafür bekannt, dass er häufig die Schule versäumt? Nein, mein Sohn hat noch nie die Schule versäumt. Und jetzt vielleicht noch mal die Frage, warum musste es unbedingt Mallorca sein? Warum das Risiko des offenen Rückflugs, hätte es nicht auch Österreich oder die Schweiz getan, ein Urlaubsland, das man mit dem Auto erreichen kann? Getan hätte es das sicher, aber unser Arzt hat uns angeraten, mit unserem Sohn, der eben Allergiker ist, nochmal in die Sonne, nochmal ans Meer zu fahren im Herbst, wo es doch jetzt auf eine ziemlich graue Zeit zugeht. Und jetzt darf ich Ihnen die aus meiner Sicht zentrale Frage stellen. Warum haben Sie nicht zu einer billigen Ausrede gegriffen? Warum haben Sie nicht eine Krankheit vorgeschützt, um das Schulversäumnis Ihres Sohnes zu entschuldigen? Ja, aber dann wäre ich schuldig, weil ich wollte nicht lügen. Und auch nicht meinem Sohn gegenüber als schlechtes Beispiel. Das ist doch ganz klar. Vielen Dank, ich habe dann keine weiteren Fragen. Ja, wenn dann keine weiteren Erklärungen mehr abgegeben werden,
schließlich die Beweisaufnahme und darf um die Schlussvorträge bitten. Frau Staatsanwältin. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, die Betroffenen sind nach dem Bayerischen Schulgesetz verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr minderjähriger Sohn regelmäßig die Schule besucht. Und Herr Krüger, diese Pflicht war Ihnen auch bekannt aufgrund des Informationsblattes, das Sie von der Schule erhalten haben. Mit Ihrer Urlaubsplanung, Herr Krüger, haben Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzt. Bereits bei der Buchung haben Sie zumindest billigend in Kauf genommen, dass Ihr Sohn nicht rechtzeitig zum Schulbeginn zurück sein würde. Und Herr Krüger, die Allergieerkrankung, die war hier doch offensichtlich nur ein willkommener Vorwand. Denn sonst verstehe ich wirklich nicht, warum Sie sich nicht tatsächlich einen Attest haben ausstellen lassen oder warum Sie nicht bereits vor dem Urlaub, den Sie immerhin 3 Wochen vor den Ferien ja gebucht haben, da nicht eine Beurlaubung beantragt haben. Mir scheint es doch so, Sie wollten hier eigentlich wirklich nur Ihren Urlaub bis zum letzten Tag voll auskosten und um Ihre eigenen Worte zu gebrauchen, eben noch einmal ein bisschen die Sonne genießen. Sicher, ein gravierender Schuldvorwurf kann hier nicht gemacht werden. Wir reden über einen einzigen versäumten Schultag. Unabhängig von der Dauer liegt aber eben in diesem Verhalten ein ordnungswidriges Verhalten, das sowohl für andere Eltern als auch für Ihren Sohn, Herr Krüger, ein negatives Vorbild gegeben hat. Denn gerade Ihr Sohn musste den Eindruck gewinnen, dass man sich über die Schulpflicht dann, wenn sie nicht in die eigenen Planungen passt, leichtfertig hinwegsetzen kann. Hiermit haben Sie Ihrem Sohn, in dessen Interesse die Schulpflicht letztlich auch besteht, eher geschadet, als dass Sie ihn genutzt haben. Deshalb beantrage ich gegen die Betroffenen ein Bußgeld in Höhe von jeweils 150 D-Mark festzusetzen. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, es ist auch für mich eine neue Erfahrung, dass sich 3 Volljuristen mit dem Kriminalfall eines versäumten Schultages auseinandersetzen müssen. Ich sehe durchaus diese Unterschiede, aber der Vorwurf, den Sie hier in den Raum stellen, Frau Staatsanwältin, dass mein Mandant verantwortungslos gehandelt hätte, dieser Vorwurf trifft sein Verhalten gerade nicht. Er war es, der verantwortlich gehandelt hat in Sorge um die Gesundheit seines Sohnes, als er spät im Jahr noch diesen Mittelmeerurlaub gebucht hat, damit der Sohn als Allergiker hier gut über den Winter kommt. Es war nicht unverantwortlich, hier darauf zu vertrauen, dass über die Warteliste ein pünktlicher und ordnungsgemäßer Rückflug gewährleistet war. Immerhin, Frau Staatsanwältin, in 80% der Fälle klappt der Rückflug über die Warteliste. Es war gerade verantwortlich von ihm, dass er den einen Flug, der hier zur Verfügung stand, nicht dem Sohn abgetreten hat, weil dann der Sohn ein Wochenende alleine zu Hause gewesen wäre, bei den 14 Jahren sicher keine vernünftige Entscheidung. Und ich meine, sein Verantwortungsgefühl und die väterliche Sorge um das Wohlergehen des Sohnes wird ganz besonders deutlich daraus, dass er nicht zum billigen Ausrede gegriffen hat, dass er keinen Vorwand vorgeschützt hat, sondern dass er die Dinge so dargestellt hat, wie sie gewesen sind. Und gerade dadurch, dass er hier die Wahrheit gesagt hat, unterscheidet sich dieser Fall von 100.000 anderen, wo die Eltern zur billigen Lüge greifen und ihrem Kind ein schlechtes Vorbild sind. Weil mein Mandant hier anders gehandelt hat, meine ich, dass dieses Verfahren eingestellt werden muss und ich stelle einen entsprechenden Antrag. Vielen Dank, Herr Verteidiger. Herr Krüger, Sie haben gehört, was Staatsanwaltschaft und Ihr Verteidiger gesagt haben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, selbst noch etwas zu sagen und zugleich das Recht des letzten Wortes. Ich schließe mich der Rede meines Verteidigers an. Dann wird die Sitzung kurz unterbrochen und eine Entscheidung ergeht später. Das war kurz und knapp die mündliche Verhandlung vor dem Amtsgericht. So, meine Damen und Herren, aus Stadt Bergen bei Augsburg, bevor der Berufsrichter gleich das Urteil in dieser Bußgeldsache verkünden wird, sind Sie jetzt erstmal an der Reihe. Sie haben die Anträge der Staatsanwältin und des Verteidigers gehört. Wie würden Sie denn jetzt diesen Rechtsfall entscheiden? Bitte nehmen Sie das Abstimmungsgerät zur Hand. Sollen die Eltern das geforderte Bußgeld bezahlen? Ja oder nein? So, jetzt gilt's. Jetzt müssen Sie Farbe bekennen. Ihre Entscheidung bitte.
20-28, also eine ganz klare Sache. Eine deutliche Mehrheit unserer Jury aus Stadtbergen sagt, nein, die Eltern sollen ja nichts zahlen, das Verfahren soll eingestellt werden. Ja, und wie ist dieser Rechtsfall tatsächlich entschieden worden? Hören wir das Urteil. Es ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Gegen die Betroffenen Frau Beatrice Krüger und Herrn Gregor Krüger wird wegen einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung gegen Artikel 76 des Bayerischen Schulgesetzes eine Geldbuße in Höhe von je 150 D-Mark festgesetzt. Die Betroffenen tragen die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Zur Begründung des Urteils. Nach Artikel 76 des Bayerischen Schulgesetzes sind die Eltern verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre minderjährigen Kinder regelmäßig am Schulunterricht teilnehmen. Auf diese Verpflichtung wurden Sie, Herr Krüger, in dem Merkblatt, das Sie von der Schule bekommen haben, ausdrücklich hingewiesen. Die vorsätzliche Verletzung dieser Verpflichtung stellt nun mal eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Unerheblich ist es, dass in dem Merkblatt der Schule kein Hinweis auf die Möglichkeit eines Bußgeldverfahrens enthalten ist. Herr Krüger, Sie haben mit Ihrer Urlaubsplanung bewusst in Kauf genommen, dass Ihr Sohn einen Tag zu spät zur Schule kommt. Wenn Sie für Samstag und Sonntag nur auf der Warteliste stehen, muss Ihnen doch klar sein, dass die rechtzeitige Rückkehr Ihres Sohnes völlig vom Zufall abhängt. Auch die Allergieerkrankung Ihres Sohnes ist keine Entschuldigung. Ich glaube Ihnen gerne, dass der Urlaub in Mallorca Ihrem Sohn gut getan hat. Dies ist aber kein Grund, den Urlaub eigenmächtig zu verlängern. Hätten Sie nämlich Ihren Urlaub rechtzeitig geplant und gebucht, dann hätten Sie auch einen rechtzeitigen Rückflug bekommen. Ebenso spielt keine Rolle, dass Ihr Sohn nur einen Tag versäumt hat. Mit Ihrem Verhalten haben Sie Ihrem Sohn nämlich gezeigt, dass die Schulpflicht nicht so ernst genommen werden muss. Und so geht es einfach nicht. Zur Bemessung der Geldbuße. Der Bußgeldrahmen liegt zwischen 5 und 1.000 Mark. Zu Ihren Gunsten spricht, dass nur ein Tag versäumt worden ist. Andererseits ist den Tendenzen entgegenzuwirken, dass immer mehr Eltern gern ihre Ferien verlängern und es immer mehr einreißt. Insgesamt erscheint daher eine Geldbuße von 150 D-Mark für beide Betroffene angemessen. Damit ist die Sitzung geschlossen. Diese Entscheidung ist im Original so von einem Oberlandesgericht in Nordrhein-Westfalen ergangen und rechtskräftig. Ein Verstoß gegen die Schulpflicht kann also für die Eltern ganz schön teuer werden. Bei uns begrüße ich jetzt sehr herzlich Herrn Professor Dr. Michael Brenner, Schulrechtsexperte und Ordinarius für öffentliches Recht an der Universität Jena. Herr Professor Brenner, was sagen Sie zu dem Urteil? Halten Sie das für richtig? Ja, ich halte die Entscheidung für richtig. Wir müssen hier bei der Beurteilung des Falles ja berücksichtigen, dass die Eltern die ihnen aufgrund des Gesetzes obliegende Pflicht, die Wahrnehmung der Schulpflicht ihres Kindes sicherzustellen, verletzt haben. Sie haben damit, wenn man so will, auch ihr Sorgerecht verletzt und das darf auch nicht verkannt werden, ja auch das Recht auf Bildung, was dem Philipp für diesen einen Tag ja auch zukam. Und für diesen Fall sehen also die Landesschulgesetze die Möglichkeit vor, dass hier eine Geldbuße verhängt werden kann. Es soll also mit anderen Worten verhindert werden, dass die Eltern über die Länge der Schulferien selber entscheiden. Nun war die Familie Krüger ja hier ganz ehrlich. Sie hat den wahren Grund für das Fehlen von Philipp genannt. Viele Eltern, das haben wir vorhin ja gehört, die sagen das ja auch ganz offen, die mogeln in diesen Fällen und behaupten ganz einfach, das Kind sei krank gewesen. Was passiert eigentlich, wenn diese Mogelei rauskommt? Ja, die rechtlichen Konsequenzen sind in diesem Fall im Grundsatz dieselben. Allerdings ist in diesen Fällen natürlich das Verhalten der Eltern verwerflicher, weil sie ja mit Vorsatz bewusst lügen. In diesen Fällen können also ebenfalls Geldbußen verhängt werden. Allerdings wird die Höhe dieser Geldbußen regelmäßig höher ausfallen. Mhm. Ich darf vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass einige Landesschulgesetze für diesen Fall sogar die Möglichkeit einer strafrechtlichen Verfolgung der Eltern vorsehen. Mhm. Kann denn die Schule, sagen wir mal so, eine Entschuldigung der Eltern anzweifeln und ein ärztliches Attest verlangen? Das geht natürlich. Wenn die Schule also begründete Zweifel daran hat, dass der Schüler erkrankt ist, so kann sie ein ärztliches und im Extremfall sogar ein amtsärztliches Attest verlangen, was also bedeutet, dass der Schüler vom Amtsarzt auf seine Erkrankung hin untersucht werden muss. Ja. Herr Professor Brenner, was wäre denn jetzt hier für die Familie Krüger der korrekte Weg gewesen? Der korrekte Weg wäre hier gewesen, dass vor Ferienbeginn die Eltern einen Antrag an die Schule gerichtet hätten mit der Bitte, einen Tag zu verlängern. Die Landesschulgesetze sehen also diese Möglichkeit vor. Wenn sich Philipp bislang ordentlich in der Schule geführt hätte, auch seine schulischen Leistungen ordentlich gewesen wären, dann wäre die Ermessensentscheidung der Schule sicher dahingehend ausgefallen, dass dieser eine Tag
als Urlaubstag freigegeben worden wäre. Das muss ein wichtiger Grund vorliegen. Genau, so ist es also geregelt. Ein wichtiger Grund, etwa familiäre Ereignisse, im besonderen Fall, wenn die Eltern etwa beruflich nicht anders das legen können, aber auch ein solcher Urlaubstag. Mhm. Ja, Herr Professor Brenner, kommen Sie doch bitte mit nach vorne, damit unsere Gäste an Sie ein paar Fragen richten können. Wer möchte unseren Experten etwas fragen? Bitte schön. Ich gehe in die 13. Klasse und ich möchte fragen, ob mir dieselbe Ordnungsstrafe drohen könnte, wenn ich jetzt die Schule schwänze und auch sage, ja, ich gehe jetzt in Urlaub und verlängere sozusagen meine Ferien. Da sprechen Sie eine ganz interessante Frage an. Es ist so geregelt in den Landesschulgesetzen, dass der volljährige Schüler selber für die Einhaltung der Schulpflicht verantwortlich ist. Er muss also selber dafür Sorge tragen, dass er rechtzeitig zum Schulbeginn wieder in der Schule auftaucht. Die Eltern sind insoweit also aus ihrer Verantwortung entlassen. Und wenn der volljährige Schüler dieser Verpflichtung nicht nachkommt, dann kann auch gegen ihn eine Geldbuße verhängt werden. Es sehen übrigens auch einige Landesschulgesetze vor, dass in diesen Fällen gegen einen volljährigen Schüler sogar strafrechtlich vorgegangen werden kann. Und ich darf vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren ebenfalls in einigen Bundesländern mit einer solchen Geldbuße belegt werden können, wenn sie in der Lage sind, das Unrecht ihrer Tat einzusehen. Ja, danke. Weitere Fragen? Bitte schön. Mich würde interessieren, wie es aussieht, wenn bei der rechtzeitig geplanten Rückfahrt eine Reparatur am Auto auftritt, die länger dauert, oder dass der Flug storniert wird oder es zu einem Zugstreik kommt. In diesen Fällen handelt es sich also um nicht vorhersehbare Ereignisse, die nicht ein Verschulden jetzt der Eltern begründen. Wenn also das Flugzeug aus technischen Gründen nicht geht oder wenn das Auto kaputt geht und die Eltern deswegen einen Tag zu spät nach Hause kommen und das Kind deswegen also erst einen Tag später zur Schule kommen kann, dann kann ein solches Ordnungswidrigkeitenverfahren nicht eingeleitet werden. Die Eltern haben hier nicht schuldhaft gehandelt, nicht vorsätzlich gehandelt, wenn solche unerwarteten Ereignisse eintreten. Ja, die Dame daneben. Meines Wissens klagt derzeit ein Schüler auf Befreiung von einem bestimmten Schulfach. Ich weiß jetzt nicht mehr von welchem. Chemie war das. Genau. Und wollte ich fragen, welche Chancen räumen Sie ihm ein? Wohin führt es dann? Also die Erfolgsaussichten dieser Klage sind meiner Ansicht nach keine guten. Es gab allerdings in der Vergangenheit einige strittige Fälle. Die betrafen vor allem den Sportunterricht und die betrafen den Sexualkundeunterricht. In diesen Fällen hat also die Rechtsprechung teilweise unterschiedlich judiziert. Sie hat im Hinblick auf den Sexualkundeunterricht entschieden, dass hier grundsätzlich ebenfalls eine Teilnahmepflicht der Schüler besteht, dass also auch insoweit die Schulpflicht der Kinder besteht. Dabei sind allerdings gewisse inhaltliche Anforderungen an den Unterricht gestellt worden. Der andere Fall, der von der Rechtsprechung mehrfach entschieden worden ist, ist der des koedukativen Sportunterrichtes, des Sportunterrichtes also von beiden Geschlechtern. In diesen Fällen kann unter Umständen wegen der Religionszugehörigkeit eines Kindes etwa ein Befreiungsanspruch sich ergeben. Im Grundsatz ist aber festzuhalten, dass ein Befreiungsanspruch im Hinblick auf ein bestimmtes Fach oder sogar im Hinblick auf die Wahrnehmung der Schulpflicht insgesamt nicht besteht. Weitere Fragen? Bitte schön. Ja, ich wollte nur fragen, bezieht sich dieses Schulrecht, oder nachdem heute gehandelt worden ist, auch auf Privatschulen? Es ist so, dass in der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich auch Privatschulen möglich sind. Die Einrichtung von Privatschulen ist möglich. Diese Privatschulen müssen allerdings staatlich genehmigt sein. Und im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens muss also der Staat sicherstellen, dass die Privatschule auch den Anforderungen gerecht wird, welche für die öffentliche Schule gelten. Bitte schön. Ich frage mich generell, wieso muss überhaupt ein Gericht damit beauftragt oder belästigt werden? Kann man das nicht schulintern regeln? Es gibt natürlich auch schulinterne Möglichkeiten, ein Fehlverhalten der Schüler zu sanktionieren. In unserem Fall sieht allerdings das Gesetz vor, dass hier ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden kann. Es ist hier eingeleitet worden, und wenn dagegen Einspruch eingelegt wird, gegen den Bescheid, dann ist das Gesetz, sieht das Gesetz zwingend die Einschaltung des Gerichtes vor. Das Gericht muss dann also über diesen Sachverhalt entscheiden. Das heißt, es ist auch hier letztendlich eine rechtspolitische Frage, eine Frage, die vom Gesetzgeber zu entscheiden ist, ob hier ein gerichtliches Verfahren vorzusehen ist oder ob dieses abgeschafft werden soll. Jetzt haben wir ja vorhin noch versprochen zu sagen, wie denn Ihr Fall ausgegangen ist, Frau
Lütz, erzählen Sie uns das doch bitte nochmal. Wie ist Ihre Sache ausgegangen? Unser Verfahren ist eingestellt worden. Eingestellt worden. Herr Battermann, Sie als Rektor, was sagen Sie dazu? Ja, sehr überraschend. Da es von keinem, der sonst mit dem Fall betraut oder befasst worden war, eingesehen wird, warum bei so einer klaren Lage, dass gar kein Antrag vorliegt, kein Grund genannt wird, dann ein Verfahren eingestellt wird, ist nicht nachvollziehbar durch alle Instanzen. Ja. Der Schulelternrat hat sehr deutlich Stellung genommen und bestätigt, dass sie erwarten, dass weiterhin nach den Grundsätzen an dieser Schule verfahren wird. Ja, Sie haben da, glaube ich, ganz schön. Der Schulelternrat noch nicht einmal ein Wort dazu oder unsere Meinung dazu angehört hat, ja. Was man normalerweise, meine ich, von einem Schulelternrat zumindest erwarten könnte. Gut. Sie haben, denke ich, aber da ganz schön Glück gehabt, denn alle Fälle, die wir recherchiert haben, da ist es immer zu einer Verurteilung gekommen. Herr Professor Brenner, jetzt nehmen wir mal an, der Philipp wäre jetzt nicht in eine Realschule gegangen, sondern das wäre ein Berufsschüler. Und er hätte dann einen Tag in der Berufsschule versäumt. Wäre der Fall dann anders entschieden worden? Der Fall wäre nicht anders entschieden worden. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland also auch für die Berufsschüler eine Schulpflicht. Und bei Verletzung dieser Berufsschulpflicht kann ebenfalls, wie in unserem Fall, gegen die Eltern eine solche Geldbuße verhängt werden. Natürlich auch bei Vorliegen der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen gegen den etwa volljährigen Berufsschüler. Ja, vielen Dank, Herr Professor Brenner, für diese Information. Danke sehr. Also, wenn Eltern eigenmächtig die Schulferien für ihre Kinder verlängern, kann ihnen dies viel Ärger einbringen, auch wenn es nur um einen Tag geht. Und teuer wird es allemal, denn zu den 300 Mark Geldbuße kommen ja auch noch die Gerichts- und Anwaltskosten, noch mal ein paar Hunderter. Sonderurlaub gibt es also nur, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Deshalb vorher rechtzeitig einen schriftlichen Antrag bei der Schule stellen, damit es hinterher keine böse Überraschung gibt. So, jetzt bin ich auf den Kommentar von Nagelmann gespannt. Er sieht die Dinge sicher wieder völlig anders. Habe ich das richtig gehört? Hätte der Vater gelogen und sein Kind einfach krank gemeldet, dann müsste er jetzt nichts zahlen. Also volkswirtschaftlich gesehen wäre Lügen gewissermaßen eine Ideallösung, weil sie allen Beteiligten viel Geld erspart. Der Schulleitung, den Justizbehörden und den Eltern natürlich auch. Ich lüge, also spare ich. Aber auf mich hört ja keiner. Na, Nagelmann, schon Urlaubspläne? Ja, Herr Töpper, wir fliegen nach Mallorca. Wir? Na, nicht wir. Ich und eine Frau und ein schulpflichtiges Kind. Und wir bleiben auf alle Fälle auch noch den ersten Schultag. Wieso das denn? Staatsbürgerpflicht, Herr Töpper. Schule schwänzen für den Finanzminister. Nagelmann, ich glaube, Sie haben das Urteil mal wieder nicht richtig verstanden. Aber wenn ich Sie mir so anschaue, dann wird mir klar, Lügen haben kurze Beine. Bis dann. Nicht für die Schule, für das Leben lügen wir.